Hallo zusammen, ich grüße euch und schön, dass ich dir da sehe. Ich zeige euch heute, wie wir mit Blender ein Objekt so modellieren können und auch mit Kurven. So zeige ich euch gleich. Also, wir öffnen ein neues Projekt hier und dann haben wir die Möglichkeit, unsere Würfel hier zu löschen. Und wir können zum Beispiel unsere Ansicht ein bisschen ändern, damit wir besser sehen können. Und wir haben die Möglichkeit, das Bild hochzuladen und ja, hier unten laden wir das Bild, ein Hintergrundbild holen wir. Wir haben irgendwo gespeichert und das Bild ist schon fast da. Unsere Deckkraft erhöhen wir hier und unser Bild skalieren wir da. Und jetzt können wir mit dem Projekt anfangen, indem wir nochmal die Ansicht zum Beispiel oben drehen können. Und wir können zum Beispiel unsere Kurven jetzt anfügen und zum Beispiel einen Kreis haben wir die Möglichkeit und wir wechseln erstmal in unseren Editiert-Modus. Dann können wir hier ein bisschen, ja, Sie sehen schon, was wir da machen. Wir haben die Möglichkeit hier einfach, wir haben mit Autoversuch und Vektor auch, wir wollen jetzt einfach ausgerichtet auch machen, testen. Ich zeige euch, wie ausgerichtet aussieht und Sie können zum Beispiel schon eine Form so erzeugen, eine Form, die Sie haben wollen. Zum Beispiel wollen Sie ein Bad machen oder ich weiß es nicht genau. Und wenn Sie fertig sind mit Ihrer Form, dann haben Sie die Möglichkeit hier zu gehen und dann haben Sie die Eigenschaften, die Sie benutzen können. Zum Beispiel die Tiefe können Sie zum Beispiel hier ein bisschen schöner machen und die Auflösung haben Sie die Möglichkeit nochmal schöner zu machen. So, den Versatz machen wir ein bisschen und hier können wir extrudieren. Sie sehen schon, wie man extrudieren kann. Und wenn Sie fertig sind, dann haben Sie die Möglichkeit anzufärben, damit es ein bisschen schöner aussieht. Wir machen das Projekt in Rot, damit Sie besser sehen können. Oder in anderen Projekten. Rosa ist auch schön. Und hier haben wir die Möglichkeit, unsere Sache nochmal zu drehen und genau zu gucken, ob wir alles gemacht haben. Und auf unserer Y-Achse können wir auch drehen, Z-Achse auch genauso drehen wir, um zu gucken, ob wir alles dabei haben. Skalieren haben wir auch die Möglichkeit nochmal da, wir können noch verkleinern, wie Sie sehen, oder vergrößern, wie Sie auch sehen. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, auf unserer Y-Achse nochmal ein bisschen zu vergrößern, auf unserer Z-Achse auch ein bisschen größer zu machen. Dann können wir zum Beispiel eine Reife auch machen. Und ein Stadion können wir auch erstellen. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, was es uns nicht so gut gefällt, da können wir einige Objekte so erstellen, wie wir einfach haben. Und Sie sehen schon, damit können wir zum Beispiel solche Figuren haben. Und wenn wir hier anfassen, dann können wir nochmal ein bisschen schöner machen. Sie sehen schon, was wir da machen. Drehen Sie einfach ganz, ganz leicht und dann werden Sie einfach sehen, was wir da gemacht haben. Also, Sie sehen schon. Und dann damit. Sie können auch drehen, um besser zu gucken. Und Sie können ein bisschen hier auch die Rotation nochmal drehen. Und gucken Sie, was Sie da gemacht haben. Und es sieht so aus. Und natürlich können Sie auch unsere X-Achse nochmal richtig drehen, um genau zu gucken, was Sie da erreicht haben. Und auf unserer Z-Achse können wir auch nochmal positionieren. Und genau können Sie nochmal ein bisschen verkleinern oder vergrößern. Und Sie können nochmal einige Sachen nochmal machen. Figuren nochmal zu haben. Sie sehen schon, das ist jetzt wie unsere Badewanne. Und so können Sie die Sache hinten hier einfach ja ändern. Und wenn Sie auch wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, nicht nur in so ausgerichtet zu benutzen. Sie können auch hier frei nehmen und dann können Sie einfach eine andere Figur so machen. Sie können, Sie sehen schon, wir können noch eine andere Figur so erstellen mit unseren Sachen. Und es sieht jetzt so schön aus. Und Sie können auch ein bisschen drehen, damit Sie besser sehen können. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und hier haben Sie immer die Möglichkeit, einfach zu drehen und zu gucken, wie das Objekt jetzt aussieht. Und bis Sie einfach haben, was Sie eigentlich erreichen wollten. Sie sehen schon. Wir wechseln einfach ziemlich langsam, damit Sie auch besser sehen können, was wir da machen. Sie können nochmal ausgerichtet nehmen und dann richten Sie nochmal genau, wie Sie einfach haben wollen. Sie sehen schon. Sie richten schon das Objekt hier.
Und Sie können nochmal hier frei machen. Und hier haben Sie immer die Möglichkeit zu drehen und zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Sie sehen schon, auf unserer X-Achse, Y-Achse können Sie nochmal drehen. Und dann gucken Sie einfach mal, was wir da gemacht haben. Und auf unserer Z-Achse können Sie auch gucken. Und Sie haben immer die Möglichkeit nochmal zu skalieren, alles zu machen, Figuren damit zu erzeugen. Sie sehen schon. Wir haben solche Figuren auch jetzt gemacht. Sie können auch nochmal drehen und gucken, wie es jetzt aussieht. Sie können jetzt also, Sie sehen schon, wie es jetzt aussieht. Natürlich können Sie auch füllen, wie Sie einfach haben wollen. Und von daher freue ich mich einfach. Sie können auch natürlich nochmal skalieren, wie Sie einfach haben wollen. Dann können Sie ein bisschen dicker haben, größer haben. Dann skalieren Sie einfach. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit nochmal zu estimieren, damit es einfach noch schöner aussieht. Schon. Wir können nochmal ein bisschen estimieren und es wird ein bisschen anders jetzt aussehen, wenn wir estimieren. Und so sieht es einfach aus, wie zum Beispiel unsere Toilette. Und so können Sie die Sachen erstellen. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben und freue mich auf das nächste Video nochmal mit euch zu teilen.